Oh Mann! Umso doller du wischst, umso mehr Öle kommen. Einfach einmal und gut. Und zwar machen wir... Stopp. Zu nah dran. Ich hoffe, euch das Video hat. Ich hoffe, euch das Video hat. Jetzt spreche ich schon wie Yoda. Moin Moin, herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Erstmal frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachten hattet, habt und so. Ich bin gerade noch voll in den Vorbereitungen, denn es ist der 23. Dezember und so ein Tag vor Weihnachten ist bei mir immer mein klassischer Kochtag und Geschenke müssen eingepackt werden und keine Ahnung, 20.000 Kleinigkeiten, die dann für Weihnachten irgendwie noch sein müssen. Ich habe mir gedacht, ich filme das Ganze einfach heute mal für euch, dann habt ihr auch so einen kleinen Einblick, wie das Weihnachten bei uns so ist. Und zusätzlich dazu zeige ich euch noch ein paar Lifehacks, wie ihr euer Weihnachtsfest nochmal so richtig pimpen könnt. So, ich muss hier meinen ganzen Einkauf noch einräumen. Julina ist gerade nochmal los, weil wir sind im Einkauf gerade nach Hause gekommen und direkt ist uns was eingefallen, was wir vergessen haben. Also ist die Arme jetzt nochmal los in der Stadt und es ist, glaube ich, richtig, richtig voll. Ich bin froh, dass ich einfach hier jetzt zu Hause sein kann, schön kochen kann und. Die erste Soße, die steht auch echt schon auf dem Herd. Und zwar mache ich die für meinen Schwager. Er brauchte noch einen schönen Kalbsjus. Für die Kalbsjus habe ich einfach Gemüse angeröstet und Fleisch angeröstet. Und das Ganze wird halt richtig, richtig dunkel gebraten. Und dann immer Stück für Stück mit einem Schluck Wein abgelöscht. Und in dem Moment löst sich auch alles Braune vom Boden. Und man kann dann wieder weiter braten. Ganz zum Schluss kommt jetzt noch ein bisschen von meiner selbstgemachten Instant-Brühe mit dazu. Das ist die frische Variante aus dem Glas. Und dann wird das Ganze mit Kalbsfond abgelöscht. Und jetzt muss es so ungefähr 3 bis 4 Stunden köcheln. Und dann kriegt man so eine richtig schöne, kräftige, dunkle Jus. Und ohne Scheiß, es duftet hier schon alles so richtig, richtig, richtig lecker. Alleine wegen der Soße. Das liebe ich ja an Weihnachten so. Diese ganzen Düfte und Gerüche, die sich so im ganzen Haus verbreiten. Was ich auch an Weihnachten liebe, sind Kerzen. Das Problem ist bei Kerzen, gerade wenn man sie so wie wir auch am Tannenbaum hat, die tropfen halt relativ schnell und das ist halt echt scheiße. Um das zu verhindern, hier mein erster Trick mit den Kerzen, die friere ich nämlich jetzt als erstes ein, weil wenn Kerzen gefroren sind, erstens brennen sie länger und zweitens tropfen sie dann nicht ganz so stark. Gilt nicht nur für Baumkerzen, sondern auch für andere Kerzen. So, wir sind jetzt mittlerweile bei den Enten angekommen und dafür habe ich jetzt hier ein bisschen Gemüse klein geschnitten. Das ist Sellerie, Lauch und Möhren und die schmeißen wir in einen großen Bräter und darauf kommen dann unsere wunderbaren Entenkeulen. Die haben diesmal nur Keulen, weil irgendwie mögen wir die alle am liebsten. Dann würzen wir das Ganze mit ordentlich Pfeffer. Dann nehme ich ein bisschen vom Italian Allrounder, weil da ist die Kräutermischung richtig gut drin. Die mag ich sehr gerne. Passt gut zu Geflügel und auch zu Ente. Und jetzt ist ja Weihnachtsessen, Trick 17, vom Spekulatius-Gewürz. Mache ich wirklich so ein ganz bisschen dran. Das bringt dann nochmal so eine richtig coole Note. Denkt auf jeden Fall auch an meinen Code bei Just Spices, weil wenn ihr für 20 Euro bestellt, kriegt ihr mein Lieblingsgewürz, das Salsa-Gewürz noch oben drauf. Ist eine coole Sache. Ist auch nochmal alles in der Infobox. Meine selbstgemachte Gemüsebrühe schmeiße ich da auch nochmal mit rein. Und jetzt fülle ich das Ganze mit Wasser auf. Und jetzt werden ganz viele von euch sagen, was? Aber dann wird es doch nicht knusprig. Nee, das Gute ist, dadurch werden sie aber extrem saftig. Denn wir kochen die Ente jetzt so ungefähr 2 Stunden. Das heißt, ich lasse es einmal aufkochen und dann stelle ich es wieder runter. Danach wird sie rausgenommen. Hat erstens den Vorteil, dass wir eine Soße haben. Hat zweitens den Vorteil, dass das Fett so ein bisschen aus dem Geflügel rauskochen kann. Drittens ist es mega saftig. Und viertens, es geht dann nachher einfach viel, viel schneller, weil wir es nur noch kurz in den Backofen schieben müssen, damit sie schön knusprig wird. Und die ganze Bude, fünftens, stinkt nicht zu. Oh, yay, Bohnen sind soweit fertig. Unsere Ente ist hier schön am Kochen. Die braucht auch noch so ein Stündchen. Ach so, und das ist kein typisches Weihnachtsessen. Das ist heute unser Mittagessen. Leckerer, leckerer Eintopf und zwar Erbseneintopf. Und jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit, so Januar, Februar auf jeden Fall. Hättet ihr Bock und Interesse, dass wir mal zusammen Eintöpfe und sowas hier kochen, dann lasst mich das bitte unbedingt in den Kommentaren wissen.
Und hier ist unser Rotkohl und der kocht auch schön. Das heißt, den können wir jetzt richtig genial aufpimpen. Und zwar machen wir Apfelrotkohl, aber nicht einfach nur Äpfel reinschnibbeln. Ich steche gerade hier Äpfel aus und zwar in Sternform und in Herzform. So. Weil einfach Äpfel reinmachen, das kann jeder. Wir machen jetzt Sterne und Herzen in unseren Rotkohl. Der Rotkohl ist soweit fertig. Das heißt, jetzt ganz zum Schluss geben wir die nur noch dazu, dass die so ein bisschen mitgaren und ein bisschen weich werden, aber halt nicht mehr Matsche werden. Die restlichen Äpfel, die wir dann haben, die brauchen wir nämlich jetzt für unser Glühbier. Dafür habe ich Rotbier, Rotbier besorgt, weil Rotbier hat nicht so viel Hopfen. Das heißt, das Bittere ist eh nicht so in dem Bier drin. Ne? Eher ein schönes malziges Bier. Wenn es bei euch kein Rotbier gibt, weil das ist ja so ein typisches Bremer Getränk von der Union Brauerei, dann könnt ihr auch einfach Schwarzbier nehmen. Das funktioniert genauso. Ich nehme jetzt halt Rotbier, weil ich finde, sieht halt von der Farbe auch ganz cool aus. Das kommt erstmal in einen Topf und dazu kommen unsere Äpfelreste, die wir noch haben. Die mache ich ruhig im Ganzen. Da soll ja nur der Geschmack rauskommen und so die Abschnitte von den ausgestochenen Herzen und Sternchen kommen dazu. Dann kommt Orange rein. Das ist eine Pink-Orange. Das presse ich so ein bisschen, dass der Saft da auch reinkommt. Und dann schmeiße ich aber die ganze Orange, so wie sie ist, mit ins Bier. Dann kommt brauner Zucker dazu. Ich mache jetzt erstmal 2 bis 3 Esslöffel. Ich habe da gar kein wirkliches Rezept für. Ich mache das immer alles so ein bisschen Pi mal Daumen. Und das Probieren macht dann ja auch Spaß. Ne? Und fürs Fruchtige kommt dann noch ein bisschen Granatapfelsaft dazu. Und jetzt habe ich hier ein Glühweingewürz. Man kann natürlich auch alles einzeln, so eine Zimtstange mit dazu werfen, Sternanis, keine Ahnung, Nelken und. Und da mache ich jetzt auch so 2 Teelöffel dazu. Das setzen wir jetzt auf, lassen es einmal aufkochen und dann können wir es abfüllen und haben fertiges Glühbier. Ich bin jetzt echt fix und fertig, aber mega zufrieden. Julina hat tatsächlich in der Zeit, wo ich jetzt hier am Kochen war, schon alle Geschenke eingepackt. Das heißt also, dieses Jahr sind wir wirklich richtig gut im Rennen. Ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen und euch noch so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung versetzt. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Wir sind jetzt fast 50.000. Da fehlt nicht mehr ganz viel. Vielleicht sogar, wenn dieses Video hochgeht, sind wir schon 50.000. Also vielen, vielen Dank dafür. Da kriegt ihr 1000 Küsse von mir und Daumen nach oben für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht zu Team Florian dazugehört. Abonniert einfach den Kanal, drückt aufs Glöckchen, dann seid ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich bedanke mich und wünsche euch noch ganz, 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 ganz schöne Weihnachten. Bis bald, ciao.